Da bin ich endlich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tut mir leid, dass es so lange nichts von mir zu hören gab. Oder was heißt so lange? Es gab jetzt auf jeden Fall ein paar Tage lang keine neuen Videos. Ich war nämlich leider krank. Kommt dummerweise auch mal vor, hatte so einen richtig stabilen Männerschnupfen. Heißt, ich konnte quasi gar nicht sprechen. So schlimm war es auch nicht, aber ich konnte auf jeden Fall nicht richtig ein Video aufnehmen. Und dann dachte ich mir, mache ich mal lieber ein paar Tage Pause und fange dann jetzt, wenn es wieder geht, und es geht, glaube ich, ganz gut, jetzt fange ich wieder richtig an. Und ich hatte jetzt in der Zeit so 2, 3 Videos vorbereitet, die in Anführungszeichen nicht so zeitkritisch sind. Heißt, die müssen nicht unbedingt an dem Tag rauskommen, wo das dann passiert ist oder wo das dann quasi gerade erst noch aktuell ist, sondern man kann sie auch einfach etwas später bringen. Und deswegen in den nächsten Tagen, wundert euch nicht, dass da vielleicht so ein bisschen was kommt, wo man sich denkt, das wäre doch vielleicht letzte Woche interessant gewesen. Ich habe das Video schon vorbereitet. Es kommt jetzt einfach nur ein bisschen später, weil ich es noch nicht aufnehmen konnte. Also gut, so viel erst einmal dazu. Und ich denke mal, es ist noch nicht zu spät, um sich die Zahlen des Flugzeugherstellers Airbus und auch des Flugzeugherstellers Boeing aus dem Jahr 2018, also aus dem gerade jetzt abgeschlossenen Jahr, mal etwas genauer anzugucken. Das machen wir jetzt und das war gerade für Airbus kein einfaches Jahr. Es gab da diese Riesenproblematik mit den A320neo-Triebwerken, obwohl das nicht wirklich eine Airbus-Problematik ist. Weil natürlich hat das da der Triebwerkshersteller verbockt und der muss auch dafür sorgen, dass die Problematik jetzt auf kurz oder lang dann irgendwie gelöst wird. Aber es ist natürlich der Flugzeughersteller, der da irgendwo auch zurecht, denn immerhin ist es das Gesamtprodukt A320neo, was unter diesem Triebwerksproblem leidet. Die bekommen natürlich die volle Breitseite an Kritik ab und es verhagelt Airbus auch die Zahlen. Denn Flugzeuge, die vom Ding her fertig sind, die kann man, wenn sie noch keine Triebwerke haben und einfach so auf dem Hof bei Airbus stehen, die können dann nicht ausgeliefert werden. Und ob das im Jahr 2018 dann unterm Strich alles so schlimm wurde mit den Zahlen, wie das dann im Vergleich zu Boeing aussieht und was man für das Jahr 2019 bei diesen beiden größten Flugzeugherstellern der Welt erwarten kann, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich sehr darüber, dass ich das jetzt endlich wieder sagen kann. Fangen wir mal an mit den ganz klaren Zahlen. Das ist wahrscheinlich auch das, was euch am allermeisten interessiert. Dass Airbus und Boeing in ihrer Branche die beiden größten sind, das ist sicherlich kein Geheimnis. Das dürfte jedem bekannt sein. Die bilden beide ein Duopol für Verkehrsflugzeuge oder noch mehr ein Duopol für Großraumflugzeuge. Denn gerade wenn es dann um diesen Teil von Verkehrsflugzeugen geht, da gibt es nicht mehr wahnsinnig viel auf dem Markt. Allein aus diesem Blickwinkel betrachtet ist es selbstverständlich Jahr für Jahr immer wieder aufs Neue extrem interessant, sich anzuschauen, welcher der beiden Hersteller denn jetzt wirklich der größte Flugzeughersteller der Welt ist. Und dafür schaut man sich immer zwei Werte an. Zum einen guckt man sich da an, wie viele fertige Flugzeuge der Flugzeughersteller im vergangenen Jahr bauen konnte und ganz wichtig, wie viele er erfolgreich davon auch ausliefern konnte. Sonst wäre das ja auch nur halb so ärgerlich mit den bei Airbus vom Ding her ja fertigen, aber nicht mit Triebwerken ausgestatteten A320neo-Maschinen. Und dann schaut man sich noch an, wie viele Bestellungen der Flugzeughersteller netto im vergangenen Jahr einsammeln konnte. Bedeutet, wie viele Bestellungen dem Flugzeughersteller an Neubestellungen unterm Strich übrig bleiben. Heißt, ein Flugzeughersteller kann zum Beispiel in 365 Tagen 1000 neue Bestellungen einsammeln, werden davon aber wieder 300 storniert, dann bleiben ihm unterm Strich 700 Bestellungen. Zumindest an diesem einen Stichtag. Und an diesem Stichtag wird nun mal gemessen und an diesem Tag vergleicht man dann auch die Zahlen. Und damit erst einmal zu den Amerikanern. Boeing ist und bleibt auch erst einmal der größte Flugzeughersteller der Welt. Ganze 806 kommerzielle Flugzeuge konnte man im Jahr 2018 an einen Kunden übergeben. Das ist eine ganze Menge und damit kommt man 2018 auch das erste Mal über den Wert von 800 Flugzeugen. Das Auslieferungsziel hatte man sich bei 810 bis 815 Flugzeugen gesetzt. Das hat man an dieser Stelle also leicht verfehlt. Bei Airbus waren es im Jahr 2018 ganze 800 Flugzeuge. Und zwar ganz genau. Und ja, was ein Glück. Das Ziel waren nämlich 800 Flugzeuge. Wie interessant, dass man das auf das Flugzeug genau geschafft hat. Jetzt lässt diese Airbus-Zahl aber schon vermuten, dass das dann eine ziemlich knappe Kiste war am Ende und genau so war es dann auch. Und deswegen bringt diese Zahl auch etwas Erklärungsbedarf mit sich, aber dazu später mehr. Wichtig ist erst einmal festzuhalten, Boeing ist und bleibt der größte Flugzeughersteller der Welt. Tatsächlich konnten die Amerikaner mit ihren 806 ausgelieferten Flugzeugen allerdings nur etwas mehr als 40 Flugzeuge, in Anführungszeichen natürlich, mehr ausliefern als im Jahr 2017. Airbus schaffte es mit
den 800 ausgelieferten Maschinen ganze 97 Flugzeuge mehr zu bauen und auszuliefern als im Jahr 2017. Aus dieser Perspektive betrachtet dürfte das Jahr 2019 also ziemlich interessant werden, zumindest wenn es um die Frage nach dem größten Flugzeughersteller der Welt für kommerzielle Flugzeuge geht. Denn 2019 könnte somit tatsächlich das Jahr werden, in dem Airbus der größte Flugzeughersteller der Welt wird. Tja, dafür hat man aber auch eine ganze Menge Geld investiert. Zum Beispiel eröffnete im Sommer 2018, also vor gut 6-7 Monaten, die vierte und neue Fertigungslinie am Airbus-Standort Hamburg-Finkenwerder. Auf dieser neuen Fertigungslinie werden Flugzeuge der A320-Familie gebaut und unter anderem damit möchte man es schaffen, die Anzahl an gebauten A320-Flugzeugen pro Monat, die sich jetzt so um die 50 Flugzeuge bewegt, das Stück für Stück immer weiter in Richtung 70 Flugzeuge zu bewegen. Und das wäre schon echt ein großer Brocken. Tja, und da kommen wir zur nächsten Frage. Wie setzen sich diese 800 ausgelieferten Flugzeuge im Jahr 2018 denn überhaupt zusammen? Hauptbestandteil des Ganzen ist da selbstverständlich die A320-Familie. Wie sollte es auch anders sein? Interessanterweise lieferte man im Jahr 2018 an Flugzeugen aus der A320-Familie fast so viele Flugzeuge aus, wie man 2015, also gerade mal vor 3 Jahren, insgesamt ausgeliefert hat. Ganze 636 Maschinen waren das jetzt im Jahr 2018, davon 383 Neos. Und das trotz den ganzen Auslieferungsproblemen, die uns vor allem in den ersten Monaten des Jahres 2018 vermuten ließen, dass das mit dem Auslieferungsziel in diesem Jahr, beziehungsweise jetzt im letzten Jahr, denn doch nichts mehr wird. Aber ist ja was geworden und dann geht das auf der Liste weiter mit 93 ausgelieferten Airbus A350. Also mit einem riesen Abstand das zweithäufigste gebaute Flugzeug bei Airbus im Jahr 2018. Dann wurden noch 49 Airbus A330 ausgeliefert, 3 davon übrigens mit den neuen Triebwerken, also als A330 Neo, und man konnte nur 12 Airbus A380 ausliefern, 8 davon an die arabische Fluggesellschaft Emirates. Jo. Und das war's doch dann eigentlich. Fehlen aber noch 20 Stück und siehe da, gut, dass man am 1. Juni 2018 den Mehrheitsanteil an der C-Series bekommen hat. Heißt, man darf das Ganze jetzt auch als Airbus A220 mitzählen. Ist ja jetzt ganz offiziell ein Airbus-Flugzeug. Tja, und da konnte man entspannterweise natürlich exakt 20 Flugzeuge im Jahr 2018 an einen Kunden übergeben. Das kommt mit in die Airbus-Statistik und somit kommt man auf 800 ausgelieferte Flugzeuge. Dazu dann Boeing. Und hier selbstverständlich eine ganz klare Sache, auch hier steht das Standard-Rumpflugzeug, die Boeing 737, ganz oben auf der Liste. Man kann sich darüber streiten, welche Flugzeugfamilie, A320 auf der einen Seite, 737 auf der anderen Seite, welche wirklich noch mehr Potenzial für die Zukunft bereithält. Da haben wir uns auch schon mehrmals drüber unterhalten. Aber die Zahlen geben Boeing immer wieder recht. Das Flugzeug verkauft sich wahnsinnig gut. Es ist ein wahnsinnig erfolgreiches Flugzeug und auch im Jahr 2018 konnte man ganze 580 Maschinen vom Typ Boeing 737 ausliefern. Danach kommt in der Statistik dann schon die Boeing 787, also der Dreamliner. Und das sind ja irgendwo auch ganz interessante, aber selbstverständlich auch sehr gut nachvollziehbare Parallelen zwischen den beiden Flugzeugherstellern, oder? 145 Stück konnte man davon in verschiedenen Versionen ausliefern. Dann noch 48 mal die 777 und 27 mal die Boeing 767. Tja, und da muss man selbstverständlich im Hinterkopf behalten, dass das da hauptsächlich Frachter sind. Bei der Boeing 767 sind es nur Frachter, bei der 777 sind es einige Frachter, aber selbstverständlich auch Passagierflugzeuge. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten. Gut, von der Boeing 747 kommen dann nur 6 Flugzeuge noch mit in die Statistik. Also nur ein Flugzeug alle 2 Monate konnte man da ausliefern. Da geht wirklich nicht mehr wahnsinnig viel. Aber gut, so kommt man auf 806 Flugzeuge und damit ist Boeing der größte Flugzeughersteller der Welt. Jetzt habe ich mir gedacht, ist doch vielleicht noch ganz interessant, jetzt zu erfahren, wie viele, ich habe es zumindest jetzt mal so genannt und für mich war es irgendwie interessant, wie viele Sitzplätze die beiden Flugzeughersteller in Form von kommerziell nutzbaren Flugzeugen auf den Markt geschmissen haben im Jahr 2018. Also das, was sie quasi an Kapazität gebaut haben für die jeweiligen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt. Und dafür habe ich einfach mal, wie gesagt, ist alles so ein bisschen durcheinander und wenig aussagekräftig, weil da sind ja auch einige Frachtflugzeuge mit dabei, die ich jetzt trotzdem mal als Passagierflugzeuge einfach mitgerechnet habe. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie viel Kapazität die beiden Hersteller so ausgeliefert haben. Ich fand die Zahlen, die da rauskommen, trotzdem ganz interessant und da ich die nirgendwo gefunden habe, habe ich das einfach mal versucht, selber ein bisschen auszurechnen und dafür habe ich dann für die jeweiligen Flugzeugtypen einfach die durchschnittliche, typische Sitzplatzanzahl mitgerechnet. Und so kommt man bei Airbus dann auf eine Sitzplatzanzahl, auf eine Kapazität von ungefähr 166.000 Sitzen, die sie im Jahr 2018 in Form ihrer Flugzeugmodelle auf den Markt gebracht haben.
gebracht haben. Bei dem US-Flugzeughersteller Boeing komme ich da zumindest nach dieser Rechnung auf ungefähr 178.000 Sitzplätze, die in Form von Boeing-Flugzeugen im Jahr 2018 auf den Markt geschmissen wurden. Aber wie gesagt, wahrscheinlich sind diese Werte in der Realität etwas dichter beieinander, denn Boeing hat im Jahr 2018 wie gesagt auch etwas mehr Frachtflugzeuge ausgeliefert. Aber nichtsdestotrotz können wir aus dieser Zahl erkennen, beziehungsweise deutet diese Zahl darauf hin, dass Boeing im Jahr 2018 etwas mehr größere Flugzeuge bzw. etwas mehr Großraumflugzeuge ausliefern konnte. Und das ist auch eigentlich immer so der Trend, bzw. das ist quasi Tradition. Boeing baut immer etwas mehr Langstreckenflugzeuge, etwas mehr Großraumflugzeuge als Airbus. Und das war auch im Jahr 2018 wieder so. Übrigens, was man nicht verwechseln darf, wenn wir jetzt hier über den größten Flugzeughersteller der Welt sprechen, dann darf man das nicht mit der eigentlichen Unternehmensgröße verwechseln, denn Boeing ist natürlich ein ganzes Stück größer als Airbus. Allein durch diese riesige Militärsparte, die da bei Boeing noch mit dran hängt. Boeing hat mehr als doppelt so viele Mitarbeiter wie Airbus und hat auch mehr als doppelt so viel Umsatz am Ende des Jahres. Und das wird auch im Jahr 2018 wieder so gewesen sein. Aber gut, wenn es um zivile Verkehrsflugzeuge geht, dann könnte es durchaus der Fall sein, dass Airbus im Jahr 2019 als Nummer 1 auf der Liste stehen wird. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht noch die eingesammelten Bestellungen des Jahres 2018 vergessen. Und das war ein solides Jahr für beide Flugzeughersteller. 893 Verkehrsflugzeuge wurden bei Boeing im Jahr 2018 bestellt. Und bei Airbus waren es lustigerweise ganz genau 747 Flugzeuge. Und das Interessante liegt hier aber auch wieder im Detail, denn während Boeing eigentlich Monat für Monat immer Stück für Stück an diese Zahl rankam, sich Stück für Stück hocharbeitete mit den Bestellungen im Jahr 2018, war Airbus im vergangenen Jahr doch eher ein Spätzünder, denn die haben von Januar bis November 2018 gerade mal 380 Bestellungen einsammeln können. Das bedeutet, im letzten Monat des Jahres 2018 kamen bei Airbus ganze 367 Bestellungen dazu. Damit hat man im letzten Monat fast so viele Bestellungen eingesammelt wie in den 11 Monaten davor. Aber gut, ebenfalls die Auslieferung, die hat man im letzten Monat auch nochmal wahnsinnig doll angezogen, um auch wirklich dann das Auslieferungsziel von 800 Flugzeugen zu schaffen für das Jahr 2018. Denn man hat bei Airbus im Dezember 2018 ganze 127 Flugzeuge an die jeweiligen Kunden übergeben. Und damit lag dieser Wert selbstverständlich eine ganze Ecke höher als der eigentliche Durchschnittswert der anderen Monate. Aber man muss ja schon zugeben, das ist alles auch so ein bisschen Kindergarten. Diese Zahlen sind selbstverständlich Indikatoren dafür, was die Flugzeughersteller im Jahr 2018 umgesetzt haben, beziehungsweise wie das Potenzial für die nächsten Jahre dann aussieht. Das erkennt man dann an den Bestellungen, den Umsatz erkennt man an den ausgelieferten Flugzeugen. Aber es ist ja wirklich nur ein Indikator, also es zeigt nicht, was die Flugzeughersteller wirklich an Geld durch die jeweiligen Flugzeuge verdienen konnten. Also das wirklich Interessante ist, was die Flugzeughersteller aus den Zahlen machen können. Was ich damit meine ist, die Auftragsbücher der beiden Flugzeughersteller sind voll und es wird für das Jahr 2019 für beide Flugzeughersteller das Ziel sein, hohe Fertigungsraten bei ihren jeweiligen Flugzeugtypen stabil hinzubekommen. Und Airbus ist dafür das Jahr 2019 ziemlich gut aufgestellt. Die C-Series bzw. den Airbus A220, den hat man sich mittlerweile komplett einverleibt. Das heißt, man kann das Flugzeug unter dem eigenen Namen Airbus produzieren und verkaufen. Und naja, man muss da halt noch ein bisschen was verbessern. Laut Airbus-Aussage im kleinen zweistelligen Prozentbereich, also doch eine ganze Menge, denn aktuell ist es noch ein Minusgeschäft. Jede C-Series bzw. jeder A220, der das Hause Airbus verlässt, der nimmt gleich ein paar Millionen Dollar mit. Es ist ein Minusgeschäft, aber ein Minusgeschäft mit viel Potenzial. Also da kann man was draus machen und das wird man im Jahr 2019 ziemlich sicher tun. Dann hat man noch die A350-Produktion, die im Jahr 2019 auch richtig aufs Maximum hochgefahren wird. Genauso wie auch die A320-Produktion, die man immer weiter optimiert und die man auch immer weiter hochfahren wird. Das Ziel für das Jahr 2019 waren 60 Flugzeuge, die man pro Monat aus der A320-Familie bauen und ausliefern wird. Man wird sich höchstwahrscheinlich auch noch über diese Zahl drüber arbeiten können. Und dann arbeitet man sich ja auch mit den Auslieferungszahlen langsam aber sicher auf die Tausender-Marke hin. Boeing hingegen kann immer noch mit der Boeing 737 punkten, wird auch da im Jahr 2019 nochmal etwas weiter optimieren, nochmal weiter mehr Flugzeuge pro Monat produzieren und ausliefern können. Aber man wird auch ein paar Auslieferungen verlieren an der Stelle, wo es um den langsam aber sicher voranschreitenden Generationswechsel bei der 777 geht. Und man wird selbstverständlich auch viel Geld und Zeit in das Boeing 797 Projekt investieren müssen. Aber da war ja noch so ein Embraer-Deal. Und wenn man den 2019 in trockene Tücher legt, dann spielt das sicherlich auch nochmal eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn die haben auch gute Flugzeuge in ihren Hallen stehen
Und da könnte Boeing sehr von profitieren. Es wird also wirklich spannend. Das Jahr 2019 hält einiges für uns bereit. Und das gucken wir uns dann immer Stück für Stück weiter an. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Jahr 2019 erwartet, wenn es um diese beiden größten Flugzeughersteller geht. Ich weiß, da gibt es auch noch andere und ich verspreche euch auch, wir gucken uns auch deren Zahlen und deren Potenzial mal etwas genauer an. Das werden wir auch im Jahr 2019 immer wieder tun, denn da wird auch einiges Interessantes auf uns zukommen. Aber jetzt geht es erstmal um diese beiden Flugzeughersteller, die sich dann ja quasi die guten Produkte des nächstgrößeren Flugzeugherstellers einverleibt haben bzw. einverleiben werden. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und tschüss.